Ja, meine Damen und Herren, zunächst unser Dank an das Blechbläser-Ensemble der Städtischen Musikschule. Ich denke, die vier jungen Männer haben uns richtig in festliche Stimmung gebracht. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie vier. Ja, sehr geehrter Herr Professor von Weizsäcker, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur dritten Zukunftsrede. Es gab wirklich riesengroßes Interesse an dieser Rede. Es ist noch nie passiert, dass wir hier nach zwei Tagen schon von ausgebucht sprechen mussten, das entsprechend kommunizieren mussten. Und heute waren auch noch die Warteschlangen sehr, sehr groß. Aber es ist natürlich eine erfreuliche Geschichte. An dieser Stelle war eigentlich die Begrüßung von unserer Oberbürgermeisterin, Frau Dr. Lohse, vorgesehen. Frau Dr. Lohse lässt Ihnen sagen, dass Sie zu einem kurzfristig anberaumten Termin bei der Bundeskanzlerin in ihrer Eigenschaft als Präsidentin des Städtetags fahren musste und auf dem Rückweg hierher ist. Sie sagt, dass sie etwas später in diese wichtige Versammlung kommen wird und darauf können wir uns natürlich schon auch freuen. Insofern müssen Sie jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ich darf Sie natürlich auch im Namen unserer Kulturdezernentin, Frau Professor Dr. Cornelia Reifenberg, auch für den Stadtvorstand ganz herzlich begrüßen zur Zukunftsrede hier. Und ich darf Sie auch für den Stiftungsrat der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum begrüßen und in Person stellvertretend für Herrn Elsen der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sie können sich natürlich jetzt schon, ich habe das ja gesagt, dass es ein großes Gedränge gab, in diese Veranstaltung zu kommen, schon von daher als besondere Gäste fühlen, weil Sie quasi jetzt die kleine besondere Gemeinde sind, die Stadtgesellschaft hier ein Stück weit repräsentieren. Es sind wirklich aus allen Teilen der Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur, Universitäten, Kirchen, auch die Presse ist anwesend, die heute für diese Zukunftsrede entsprechend Interesse zeigen. Dafür freuen wir uns natürlich sehr. Mein erster Willkommensgruß gilt aber natürlich dem Preisträger, Ihnen, Herr Professor von Weizsäcker, unserem heutigen Zukunftsredner. Herzlich willkommen Ihnen. Es ist uns allen eine große Ehre, dass Sie heute in diesem Hause sprechen. Gerne begrüße ich auch die Familie von Weizsäcker und ihre persönlichen Ehrengäste, darunter Professor Klaus Steck, wenn ich Sie herausgreifen darf, den ehemaligen Präsidenten der Akademie der Künste,
in Berlin. Der Sie ja, wenn ich so sagen darf, unser als Heidelberger unser Nachbar sind und ja, wahrscheinlich auch unser geistiger Nachbar. Sie waren schon ein paar Mal da und wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie heute zu dieser Zukunftsrede anwesend sind. Und ich hoffe, dass Sie, die Sie das Glück haben, vor dieser Glasplatte zu sitzen, auch die Gäste, die noch nie hier waren, dass Sie den Geist, die Aura des Philosophen aufnehmen, mitnehmen. Und ich kann diejenigen bitten, die weiter hinten sitzen, das noch nicht kennen, dass sie heute hier in diese Glasplatte diagonal in die Arbeitsaura eines Philosophen mal reinschauen können. Die Zukunftsrede, meine Damen und Herren, hat sich als eigenständiges Format erfreulich gut durchgesetzt, kann ich jetzt nach 7 Jahren sagen. Als Preis, den die Bloch-Stiftung vor 7 Jahren eingeführt hat, ergänzt sie den renommierten städtischen Ernst-Bloch-Preis in geradezu idealer Weise. Der feine Unterschied ist der, dass die Zukunftsrede mehr ist als eine Ehrung, nämlich weil wir eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens einladen, das Wort an uns zu richten bezüglich unserer Perspektiven für die Zukunft. Wie können wir einerseits die geistige Situation der Zeit erfassen, wie Karl Jaspers einst gesagt hat, und wie können wir einen mutigen Blick in die Zukunft wagen, um den Gehalt konkreter Utopien für die Gesellschaft zur Debatte zu stellen? Angesichts der Krisen und Prekariate in der Gesellschaft, ja in der Welt, braucht es mehr denn je diese Stimmen, denen wir zuhören und von denen wir uns auch gerne aufklären lassen. Nach dem Schriftsteller und Büchnerpreisträger Volker Braun und dem Internet-Experten Sascha Lobo hat die Jury aus dem Stiftungsrat erstmals für einen Naturwissenschaftler votiert, dessen Wort weltweit zählt. Für dieses Votum danke ich herzlich den Mitjuroren Dr. Hanna Gekle, Professor Bernd Stiegler, Professor Gerd Üding und heiße auch Sie ganz herzlich willkommen hier in diesem Haus. Und wir haben diese Veranstaltung auch bewusst in den Mittelpunkt der Programmwochen zum 20-jährigen Geburtstag sowohl des Bloch-Zentrums als auch der Bloch-Stiftung gesetzt, nicht um in anderer Weise, wie das viele andere tun, zu feiern, sondern Ihnen einen Redner von internationalem und hohem Rang zu präsentieren. Herr Professor Weizsäcker wird dann gleich nach mir zum Thema Andersdenken in der vollen Welt sprechen. Ich darf Sie dem Publikum, lieber Herr Professor Weizsäcker, kurz vorstellen. Herr von Weizsäcker zählt zu den weltweit renommiertesten Umweltforschern und steht seit Jahrzehnten für eine aufgeklärte Umwelt- und Naturpolitik. Aus den zahlreichen Funktionen und Ehrungen, die sind wirklich unübersichtlich, das kann ich Ihnen sagen, kann ich nur die wichtigsten vorstellen. 1972 Berufung als Professor für Biologie an die Universität Essen. 1975 bis 80 Präsident der Universität Kassel, 1981 Direktor am UNO-Zentrum für Wissenschaft und Technologie in New York, 1984 Direktor des Instituts für europäische Umweltpolitik in Bonn, 1991 Präsident des renommierten Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie, 1998 bis 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags, 1999 bis 2002 Vorsitzender der Enquete-Kommission Globalisierung, 2007 bis 2014 Co-Vorsitzender des UN, also United Nations International Resource Panel. Seit 2012 ist Herr von Weizsäcker Co-Präsident des legendären Club of Rome. 2008 erhielt er den hochdotierten Deutschen Umweltpreis. Herr von Weizsäcker hat 3 Ehrendoktorate erhalten und wurde 2009 mit dem großen Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Da kann man wirklich nur applaudieren bei so vielen Auszeichnungen, Herr Weizsäcker. Seine eben erschienene Publikation zusammen mit Anders Weigmann heißt Wir sind dran. Das Buch liegt übrigens dann bei Bücherbänder nebenan aus und es gibt Gelegenheit zum Signieren. Und das ist gewiss seit 1972 der bedeutendste Bericht des Club of Rome, der Menschheit fundiert ins Gewissen redet. Längst auch geht es nicht mehr nur um deutsche und europäische Politik, es geht um den Planeten. Es geht um unsere existenzielle Zukunft und das betrifft ja uns alle. Und Wir sind dran hat ja gegenüber dem Englischen, der englischen Übersetzung Come on, was ja ein einfacher Imperativ ist, Wir sind dran hat ja den schönen, spannungsreichen Doppelsinn. Ja, wir sind dran, wenn wir nicht uns dran machen. Und wenn man in das Buch reinliest, dann stellt man wirklich erstaunt fest, dass es keine, wie sonst oft üblich, pauschale Kapitalismus-Schelte oder Systemkritik oder Ähnliches ist, sondern letztlich ein dramatischer Appell an uns alle, dass wir die globale Existenzkrise wahrnehmen und aktiv dagegen arbeiten mögen und eben auch können. Der zweite Teil des Berichts, und es passt dann wirklich wunderbar in dieses Haus, und er stammt hauptsächlich aus der Feder Herrn von Weizsäckers, das hat er mir auch gesagt, geht, Zitat, tiefer in die philosophische Krise unserer Zivilisation. Und es passt deshalb gut in unser Haus, weil wir neben den Bloch'schen Themen Hoffnung, Heimat, aufrechter Gang, Sie kennen das, auch das Thema Naturallianz in den Mittelpunkt gestellt haben und auch zu Naturallianz und all diesen globalen Naturproblemen auch hier entsprechende Veranstaltungen machen. Und ich denke, es ist auch wirklich ein sehr gutes Zeichen, und von daher kann man diesen Bericht mit wirklich Mehrwert lesen, dass es nicht mehr nur die Warnung vor dem ultimativen Kollaps ist, sondern dass er tatsächlich Hoffnung macht auf eine bessere Welt und dass Herr von Weizsäcker nicht ausschließt, dass wir Menschen noch etwas zum Besseren wenden können, wenn wir eben dran sind. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte Herrn Weizsäcker um sein Wort. Ja, vielen Dank, Herr Kuhfeld, meine verehrten Damen und Herren, liebe Jurymitglieder, auch die Sponsorfirma für diese Zukunftsrede begrüße ich herzlich und bedanke mich, lieber Klaus Steck. Meine Damen und Herren, ich kann natürlich die Zukunft nicht voraussagen. Mal sehen, wie das jetzt geht. Naja. Aber ich will noch etwas früher in meiner Biografie anfangen. Ich war eine Zeit lang als Doktorand in der Biologie in Freiburg, Zoologischen Institut, und habe gleichzeitig viel anderes Unheil angerichtet, unter anderem mit einem medizinischen Freund, Peter Riedesser, haben wir die Aktion Dritte Welt gestartet. Das fing an mit einem Besuch bei dem damaligen ganz neu berufenen Minister Erhard Eppler, Entwicklungsminister. Wir haben gesagt, ja, wir müssen was tun. Wir können nicht einfach so weiter tun, als gäbe es halt den reichen Norden und den armen Süden. Wir müssen da etwas für gemeinsame Vorteile entwickeln. Und dann haben wir Ernst Bloch angesprochen, ob er bereit wäre, bei einer Eröffnungsveranstaltung dabei zu sein in Freiburg. Und dann haben wir Günter Grass angesprochen und beide sagten ja. Und dann haben wir um der politischen Ausgewogenheit willen den entwicklungspolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Herrn Leisler-Kiep, eingeladen und einen stellvertretenden Vorsitzenden des DGB, damit auch diese Seite dabei war. Und dann sind wir vor die Fabriktore in Freiburg und Umgebung gezogen und haben den Leuten gesagt, also das geht euch alle was an, kommt her. Und da waren tatsächlich 4.000 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Freiburger Stadthalle.
Und es war eine Riesengeschichte. Ich habe leider kein Bild gefunden von der Versammlung selber. Ich habe die Diskussion leiten dürfen und es war ungeheuer spannend, eine richtig große, heiße Diskussion. Und Ernst Bloch war einfach brillant in seiner Analyse dessen, was auf der Welt zugeht. Aber er hat es eben auch eindeutig philosophisch gemeint. Nun gut, das ist Vergangenheit. Und dann gibt es von Christoph Helfferich eine Beschreibung des Denkens von Bloch. Sein Leben habe dem gegolten, was in der Vergangenheit unerledigt geblieben ist, womit die Gegenwart dann schwanger geht und das Morgen im Heute, das Mögliche, das bessere Leben, die konkrete Utopie. Also, Zukunft orientiert alles. Das ist verständlich und daran will ich mich ein Stück weit halten. Aber damals war das Thema Zukunft hauptsächlich besetzt von einem Mann, den ich widerlich fand, der hieß Hermann Kahn. Und seine Hauptthese war, ein Krieg mit Wasserstoffbomben kann geführt und gewonnen werden. Und wenn man dazu nicht bereit ist, dann ist die ganze Rüstung ein Bluff und beeindruckt den Gegner, also die Sowjetunion überhaupt nicht. Und da kann man es auch gleich lassen, dann hat man nämlich verloren. Das war also diese Denke der Hardliner, der sogenannten Falken in Amerika. Und der hat das Thema Zukunftsdenken, Zukunftsbewältigung und so weiter praktisch monopolartig besetzt. Aber die Angst vor solchen Knallköpfen und einem dritten Weltkrieg war ja einer der stärksten Gründe für die Rebellion der jungen Generation. Nicht wahr, Klaus? So war das doch. Wir fanden das einfach eine ganz grauenhafte Bedrohung, wogegen man sich auflehnen musste. Das ging gar nicht anders. Und in der Zeit hat Ernst Bloch ganz links Rudi Dutschke kennengelernt. Und dann hat Rudi Dutschke ein ganzes Buch geschrieben mit Briefen an ihn, lieber Genosse Bloch. Wunderschön. Also das gehört auch alles irgendwie mit zu dieser Geschichte. Das ist jetzt 50 Jahre her. Aber daran sollten wir uns auch ein Stück weit erinnern. Und dann gab es natürlich eine ganz andere Art, sich um die Zukunft gekümmert. Leute, die fanden den Hermann Kahn auch entsetzlich und dachten, wenn man so über die Zukunft nachdenkt wie er, mit Wasserstoffbomben und dergleichen, da kommt nichts Vernünftiges raus, jedenfalls kein Frieden. Und man sollte sich darum kümmern, wie ist eigentlich the predicament of mankind, die mögliche Zukunft des Menschen und wo sind Einstiegsmöglichkeiten, um diese besser zu gestalten? Und zwei der beachtlichsten Personen dieser Zeit waren Aurelio Peccei, ein sehr einflussreicher Industrieller aus Italien. Er war ganz hoch oben bei Fiat, er war der Chef von Olivetti und war weltweit bekannt. Und dann hat er kennengelernt, die kannte ich vorher noch nicht, den Wissenschaftschef der OECD, des Clubs der reichen Industrieländer, Alexander King. Und die haben zusammen immer wieder darüber geredet, ja, wie geht denn das jetzt eigentlich weiter? Ich glaube, sie haben sich im Jahr 66 oder so kennengelernt. Und dann wurden es immer mehr Leute, die da mitmachen wollten. Unter anderem der deutsche Eduard Pestel. Er war dann zeitenweise Wissenschaftsminister in Niedersachsen und er war in einem hohen Rang, ich weiß nicht, ob Vorsitzender der Volkswagen-Stiftung. Und dann gab es einen Mann, der hieß Jay Forrester, ein hoch angesehener Systemtheoretiker und Urbanist am Massachusetts Institute of Technology. Und die saßen mal zu viert oder zu fünft zusammen und Forrester sagte, naja, also die Zukunft des Menschen, der Menschheit, können wir im Prinzip auch mathematisch analysieren. Wir müssen nur bestimmte Angaben am Anfang reintun. Und ich habe so ein paar Doktoranden, die könnten sowas machen. Einer von denen ist Dennis Meadows und seine damalige Frau Donella Meadows und noch ein paar andere. Und die lassen wir mal machen. Und da waren die anderen ganz begeistert. Damals war mathematische Modellierung noch was ganz Neues und alle dachten, ja, also da kommt dann wirklich, das ist viel besser als in eine Kristallkugel gucken, kriegt man wirklich Fakten heraus, das war die damalige Meinung mindestens. Sehr ähnlich und praktisch zur gleichen Zeit haben die Amerikaner und die Sowjetrussen sich zusammengetan
statt über Wasserstoffbomben zu reden, über Dinge zu reden, die gemeinsam interessierten, und haben dafür das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse gegründet und haben ein wunderschönes Schlösschen in der Nähe von Wien dafür gekauft. Ich weiß nicht genau, wer das Geld bezahlt hat, jedenfalls, das war auf einmal da. Und dort haben dann so etwas wie 100 Wissenschaftler zusammengearbeitet. Und der Club of Rome in seiner Frühzeit hat engstens mit dem EASA, wie es abgekürzt heißt, zusammengearbeitet. Ich war auch ein paar Mal dort, wunderschöne Denkatmosphäre. Die Methodik war für beide die mathematische Systemanalyse. Das war einfach damals modern. Da dachte man, da kann gar nichts schiefgehen, weil es ja Mathematik ist. Und damit haben sie dann, also dieses Team um Dennis Meadows unter der Leitung von Jay Forrester, die Grenzen des Wachstums produziert. Das war im Wesentlichen dieses Bild. 5 Parameter: die natürlichen Ressourcen, die grüne Linie, Nahrungsmittel, die gelbe Linie, Bevölkerung, die blaue, Verschmutzung, die braune, und Industrieoutput, die olivgrüne. Und die musste man mathematisch so miteinander in Beziehung setzen, wie es damals empirisch gegeben war, und damit konnte man die Zukunft prognostizieren. So einfach war das. Aber es war natürlich alles falsch. Zum Beispiel hat man eine absolut feste Kopplung zwischen Industrieoutput und Verschmutzung angenommen. Das war natürlich vor dem Bundesemissionsschutzgesetz und vor dem Abwasserabgabengesetz, was es also so gab, insgesamt 100 europäische Richtlinien und entsprechende Verordnungen überall. Ich meine, Sie erinnern sich ja vielleicht noch an den Sketch von Otto mit der Wasserpistole. Da stellt er sich vor einen anderen hin mit der Wasserpistole und sagt: Hände hoch. Dann sagt der andere: Ich bin doch nicht blöd, das ist so eine Wasserpistole. Dann sagt Otto: Da ist aber Rheinwasser drin. Dann macht er ganz schnell die Hände hoch. Damals war der Rhein wirklich giftig. Das ist er nicht mehr, weil man das abgekoppelt hat. Das ist eine großartige Entwicklung, eine zivilisatorische, in Japan, in Deutschland, in den USA und überall, wo man reich genug dafür war. Und das war also in diesem Ding noch nicht berücksichtigt. Entsprechend haben sie eine vollkommen abenteuerliche Vorstellung von den verfügbaren Ressourcen gemacht, diese grüne Kurve, als ob das einfach leer geht. Das ist nicht der Fall. Also selbst Kohle, Öl und Gas gibt es noch fürchterlich viel, sodass die heutige Klimadiskussion darum geht, so viel wie möglich noch im Boden zu lassen. Und mit Recht. Also da waren einfach fürchterliche Fehler drin. Trotzdem war es ein Riesenaufschrei und also alle Leute dachten so, jetzt wissen wir es mathematisch genau. Und das Buch wurde ungeheuer verkauft, 30 Millionen Exemplare in, ich glaube, 37 Sprachen und so, eben auch auf Deutsch. Und da ist der englische Titel. Und Hermann Kahn und die konservativen Politiker, die hassten das Buch, die fanden es ganz fürchterlich. There is no such thing as limits to growth, sagte Reagan. Und dann später in einem Nachruf hat Maggie Thatcher geschrieben, andere haben immer nur Grenzen des Wachstums betont und er hat eine stagnierende Ökonomie in eine Maschine des Aufbruchs und der Möglichkeiten verwandelt. Das war so in Amerika, ich habe in den mittleren 80er Jahren 3 Jahre in Amerika gelebt, da habe ich gesehen, da ist Optimismus patriotische Pflicht geworden unter Reagan. Aber das heißt ja auch obligatorisches Denkverbot. Das ist also einfach dumm. Trotzdem, Optimismus musste immer sein als politisches Credo. Da konnten die mit Grenzen des Wachstums nichts anfangen. Und die Gegner von Limits to Growth, die haben dann diese von mir soeben eingeräumten methodischen, sachlichen Fehler gebrandmarkt. Und dann hat also der John Maddox, der damalige Chefredakteur des besten naturwissenschaftlichen Journals Nature, eine Kampfansage, eine Attacke gegen den Pessimismus gefahren, ein Riesenbuch darüber gemacht. Das war auch ein Teil der damaligen Mentalität.
Naja, und dann kam also irgendwann das Ende des Kalten Krieges. Wir waren alle unendlich glücklich darüber. Das war der Lohn dieser Friedenspolitik. Und dann hat also Francis Fukuyama, nicht ein Japaner, sondern ein Amerikaner, the end of history proklamiert, als sozusagen das Ergebnis. Und typisch für Amerika, die Guten haben die Bösen besiegt und jetzt wird alles gut. Wunderbar, sehr schön. Die Frage ist nur, ist vielleicht auch noch ein paar andere Sachen passiert? Also, es setzte ein neuer Zeitgeist ein. Globalisierung, Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung und die Entmachtung der Staaten. Weil diese konservativen Optimisten, die hassten den Staat. Die fanden, der Staat, der greift immer ins Geschehen ein und das soll er nicht. Denn der Markt, das wissen wir doch seit Adam Smith, hat doch alles viel besser gemacht als die Staaten. Die Staaten sind korrupt und bürokratisch und alle möglichen Schimpfworte wurden aufgetürmt, um zu zeigen, dass der Staat fürchterlich ist und dass man den zurückdrängen müsse. Und bis 1990 hat das keiner gewagt, weil da brauchte man den Staat als Bollwerk gegen den bösen Kommunismus. Und das haben sie natürlich eingesehen, dass der Kommunismus noch schlimmer war als der Staat, den sie ständig beschimpft haben. Also war bis dahin die Demokratie einigermaßen noch in Ordnung. Ich war im Bundestag, das hat der Kuhfert netterweise erwähnt, Vorsitzender der Enquete-Kommission Globalisierung. Und das Erste, was ich gemacht habe, war einen Brief an die FAZ zu schreiben. Wie oft ist in eurem geschätzten Blatt das Wort Globalisierung aufgetaucht? Und das ist das Ergebnis. Im Jahr 1990 gab es das Wort noch nicht. Und auch im Französischen, Mondialisation gab es noch nicht. Und Globalisation und so weiter, ich vermute auch in Chinesisch nicht. Jedenfalls, kann ich nicht so gut nachprüfen, aber nach 1990 war das auf einmal der große Boom. Weil vor 1990 das Kapital sich einigermaßen mit dem Staat verständigen musste, aus dem Grund, den ich genannt habe, und nachher nicht mehr. Und das war die Globalisierung. Also die goldenen Jahre der Demokratie waren vor 1990, als wir da sozusagen noch im Sandkasten Politik gemacht haben. Und das war lustvoll besetzt, da war was los und da konnte man auch was ändern. Zum Beispiel Erhard Eppler konnte Entwicklungshilfe durchsetzen auf der politischen Arena. Und davor hatte ich immer Bildungspolitik gemacht und Sozialpolitik und ich weiß nicht, was es alles gab. Und Willy Brandt hat also mehr Demokratiewagen verkündet. Das war alles möglich. Das war alles vor 1990. Und nach 1990 hat es zu einer Dominanzumkehr geführt, wo auf einmal die internationalen Kapitalmärkte den Staaten gesagt haben, was sie zu machen haben, damit die Kapitalrendite in dem betreffenden Land hoch genug ist und wo sie nicht hoch genug ist, hat man nicht investiert. Und dann sind wir also immer erpresst worden mit Aussagen von Wall Street oder von den Wirtschaftsseiten der FAZ oder so. Bei euch kann man ja nicht mehr investieren, das ist die Kapitalrendite viel zu niedrig, da verliert ihr jedes Jahr 300.000 bis 400.000 Arbeitsplätze, wenn das so weitergeht. Und diese Sorte von Erpressung hat natürlich die Demokratie in gewissem Sinne mundtot gemacht. Und wenn es heute eine Riesenenttäuschung, gerade bei den Jungen, gegen die Demokratie gibt, dann machen die sich gar nicht klar, woher das kommt. Die tun so, als sei die Demokratie daran schuld, dass sie so schwach ist. Nein, es ist nicht die Demokratie schuld, sondern diese Dominanzumkehr. Dies ist ein Teil der heutigen Aufklärung, der notwendigen Aufklärung dafür, was eigentlich in unserem Land und in Thailand und in Kanada und Brasilien und Kamerun und so weiter geschehen ist. Die Weltmärkte der Finanzen dominieren das Geschehen, einschließlich des politischen Geschehens, und da sieht natürlich die Politik ziemlich schwach aus dagegen. Und dann kann man sie bespucken und verachten und so weiter, das ist nur die falsche Reaktion. Das ist eines der Beispiele, also ein ständiger Steuerwettbewerb von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr, immer weitere Steuersenkungen. Und das war ein Wettlauf, einfach da, wo derjenige, der zuerst war, der bekam die Kapitalinvestoren zu sich. Und Irland und Luxemburg und dann natürlich die Kaimaninseln und in Amerika Delaware und so weiter, die haben das immer genutzt als Pioniere, um Firmen einzuladen, dort zu investieren. Das war dann für den betreffenden Ort ziemlich gut, aber für die Gesamtwelt war es eine Schande.
Ja, eine schöne Karikatur. Also leider habe ich keine von Klaus Steck nicht ernsthaft gesucht. Das ist natürlich meine Schuld. Das ist ein absoluter Fehler. Also deine Karikaturen wären natürlich viel besser als die von Heitzinger. Aber dies ist auch ein politisch gutes Bild. Also der Michel sagt vor der Wahl 2005 zu Gerhard Schröder, hallo Gerd, lass mal Angie ans Steuer. Aber wer eigentlich steuert, sitzt da unten. Das ist sozusagen die Realität der Globalisierung. Und das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Aber in dieser Zeit der rasenden Globalisierung wollte niemand mehr was von Klaus Fromm hören. Verständlicherweise. Wenn der Zeitgeist so ist, was soll man dann sich noch um Grenzen des Wachstums kümmern? Gibt es ja gar nicht, behaupten die Leute. Nur fragt man sich natürlich beim Club of Rome, wo ich seit 5 Jahren mit Anders Wickmann Co-Präsident bin, was man nach Limited Growth noch sagen kann. Natürlich müssen wir die großen neuen Themen behandeln, wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Anthropozän, Globalisierung, Digitalisierung, Vernichtung von Arbeitsplätzen, Krise der Demokratie. Das sind ja all die Dinge, die im Jahr 1972 noch überhaupt nicht vorkamen. Auch das Thema Klima kam noch gar nicht vor. Das heißt also, Aktualisierung ist das Mindeste, was man machen muss. Aber dann müssen wir noch weitergehen. Eine Grundsatzkritik der Übermacht der Finanzmärkte, das habe ich ja gerade skizziert. Und über jedes dieser Themen könnte man eine Zukunftsrede. Also, liebe Jury, da können Sie sich schon überlegen, wer könnte das alles eins nach dem anderen machen. Aber ich gehe jetzt erstmal einen etwas philosophischeren Weg, ausgehend vom Phänomen der vollen Welt. Das ist Herman Daly, früher Weltbankökonom, jetzt emeritierter Professor an der University of Maryland, glaube ich, bin ich ganz sicher, der hat die Unterscheidung gemacht, zunächst mal einfach die intellektuelle, zwischen der leeren Welt und der vollen Welt. Und dann hat er festgestellt, dass die ganzen Denker, auf denen unsere heutige Denkweise, Philosophie, Ökonomie beruht, die waren alle in der leeren Welt. Und auch die Religionen der Welt waren alle in der leeren Welt entstanden. Und da war es auch vollkommen normal, dass es sowas wie Jagd und Fischerei und Bergbau und Abholzung und so weiter gab. Das war alles vollkommen harmlos. Es war eine leere Welt im Wesentlichen. Und heute ist es nicht mehr. Also Herman Daly fragt sich und die Leserinnen und Leser, was machst du, wenn du mehr Fischer haben willst? Zum Essen. In der leeren Welt brauchst du mehr Angelrouten und Netze und Fischboote und Fischer. Aber in der vollen Welt ist es genau umgekehrt. Jetzt musst du dafür sorgen, dass endlich die Fische geschützt werden. Denn wenn du noch mehr fischst, dann machst du die Fischbestände noch kaputter. Das heißt also, die volle Welt erfordert im Prinzip ein ganz anderes Denken. Und das merken wir nicht. Und deswegen setzt sich unsere Zerstörungswut immer weiter fort, weil wir immer noch in der Denke der leeren Welt sitzen. Aber wir wissen das gar nicht, dass das falsch ist. Weil auch die ganzen Doktrinen, an denen sich unsere Ökonomiestudenten hochhangeln, die stammen aus der leeren Welt. Also da braucht man einen wirklichen Gesinnungs- und Denkwandel. Das ist für viele Menschen erschreckend. Das möchte man nicht so gerne, aber es ist nötig. Also hier ist das Anthropozän. Das hat Paul Krutz, ein Nobelpreisträger aus den Niederlanden, hat aber in Deutschland gearbeitet, sich ausgedacht, zusammen mit ein paar anderen. Und da sehen wir 24 Kurven. Links menschliche Konsumkurven und rechts, wie die Natur darauf antwortet. Mit einer gewissen Verzögerung, da sind die Kurven etwas flacher. Aber das Hauptphänomen ist, das sind alles Dinge der letzten 50 Jahre. Ein ganz neues Phänomen. Das heißt, die leere Welt hat vor 50 Jahren ungefähr aufgehört zu existieren. Und seither gibt es das Phänomen der vollen Welt. Der Club of Rome war schon ganz früh im Jahr 72, da war fast noch leere Welt, mit seiner Warnung. So geht das aber nicht weiter. Aber inzwischen ist es dramatisch weitergegangen. Und zwar auf die schlimmste Weise. Auch das nehmen wir gar nicht mehr so wahr. Wir verdrängen es einfach. Und da machen wir dann eben jetzt einen Gegenschlag und sagen, jetzt müssen wir neu nachdenken. Wir sind dran.
Und eben auf Englisch come on, das hat auch zwei Bedeutungen. Also im umgangssprachlichen Englisch come on, das heißt, tu nicht so. Aber es heißt auch komm mit. Und dann sagen wir im Vorwort, das ganze Buch ist auf Englisch geschrieben worden ursprünglich, ja, also für die ersten beiden Teile gilt come on. Und für den dritten Teil gilt come on. So ähnlich ist es auch mit ein bisschen anders, mit wir sind dran. Na gut. Meine Zukunftsrede benutzt diesen neuen Clapperfrom-Bericht als Geländer für die Gedankenabfolge und in drei Teilen. Also der erste, die heutigen Trends sind nicht nachhaltig, das habe ich im Grunde schon gesagt. Zweitens, das ist Zeichen einer philosophischen Krise, die durch eine neue Aufklärung überwunden werden sollte. Und drittens, wir können aber nicht philosophieren und warten und Däumchen drehen, sondern wir müssen jetzt schon handeln. Das ist irgendwo eine absolut zwingende Logik. Aber die Hauptsache ist, dass wir den zweiten Teil nicht vergessen. Nicht so tun, als ob es schon genug sei mit der Analyse, wir hätten zu viel Meeresverschmutzung oder irgend so etwas. So, und jetzt hauen wir einfach rein mit Meeressäuberung, so wie wir das damals beim Rhein gemacht haben. So einfach geht das nicht. Das kommt dann gleich noch dran. Also, die Klimadesaster nehmen zu, das brauche ich jetzt nicht weiter zu schildern. Noch viel bedrohlicher ist der Meeresspiegelanstieg. Vor 7800 Jahren war der Meeresspiegel etwa 8 Meter niedriger als heute. Und vor etwa 7700 Jahren war er 1 Meter niedriger als heute. Da ist das damals über dem heutigen Labrador und der Hudson Bay vorhandene Eisgebirge war etwa so massiv, so groß wie das heutige Grönlandeis, ins Meer gerutscht. Das ist nicht von oben nach unten abgeschmolzen, es ist ins Meer gerutscht. Und dann ist sozusagen schlagartig der Meeresspiegel um so etwas wie 6 bis 7 Meter angestiegen. Die Bibelforscher sagen, das war ungefähr die Zeit der Sintflut. Was passiert, wenn das jetzt mit Grönland passiert? Oder mit der westantarktischen Eisplatte. Das ist zusammen nochmal 15 Meter. Was ist dann mit Hamburg und Bremen und den Niederlanden und Finnland und Dänemark und der Florida und Bangladesch, habe ich glaube ich hier ein Bild, und Ägypten und so weiter. Was ist dann los? Ist alles unter Wasser. Bangkok, einfach weg. Völlig unbewohnbar unter Wasser. Eine Riesentragödie. Ich bin alles andere als ein Freund der Kernenergie, aber das ist 100-mal schlimmer als Fukushima. Ja? Das macht man sich nicht klar. Wir spielen hier mit dem Feuer. Wörtlich. Ja, und dann setzen wir uns in Paris zusammen. Wunderbar, das haben die Franzosen großartig gemacht vor 2 Jahren und machen das Klimaabkommen. Und dann kommt die Botschaft in den Hauptstädten der Welt an. Wie reagieren die? Das steht hier. Tja, wir müssen uns mehr ums Klima kümmern, aber das wird verdammt teuer. Und um das zu bezahlen, brauchen wir viel mehr Wachstum. Das ist die automatische Reaktion in allen Hauptstädten der Welt. Ich kenne keine einzige Ausnahme, auch nicht Berlin. Ja? Aber die Frage ist, ist das die richtige Antwort? Antwort nein. Denn bisher ist CO2-Emissionen und Wirtschaftswachstum praktisch die gleiche Linie. Das heißt also, wir sind als Diagnoseärzte ziemlich gut, aber als Therapieärzte eine Katastrophe, wo wir systematisch die Krankheit schlimmer machen und wir nennen es aber eine Therapie. Das ist grotesk, absolut grotesk, wie alle Länder der Welt mit ihrer heutigen Denke an das Thema Klima herangehen. Ich meine, da gibt es die Solarlobby, die denken, also noch ein paar Windmühlen und ein paar Solarpanels auf dem Dach, das löst das Klimaproblem irgendwann. Das ist ja nett gedacht, aber wenn es sich paart mit diesem Wachstumswahn, der heute existiert, dann kann das nur schiefgehen. Und unsere Enkel werden sich bitter beschweren über diese massive Blindheit, Dummheit, Frechheit der heutigen, nicht Politik einfach, sondern
Menschheit. Es sind die Wählerinnen und Wähler, die diesen Quatsch wollen. Und deswegen machen die Politiker das alle nach. So schlimm ist es mit uns, mit den Wählerinnen und Wählern. Das ist Populismus. Ja, das sind jetzt zwei konträre Auffassungen. Ungebremstes Wachstum ist die Lösung aller Probleme, sagen einige. Die anderen sagen, ungebremstes Wachstum ist das Problem. Da stehen wir einfach vor dem Dilemma. Wir reagieren darauf. Noch eine andere Zahl. 97% des Lebensgewichts der auf dem Land lebenden Wirbeltiere sind Haustiere, 67%, und wir Menschen selber, 30%. Und 3% bleiben für die Wildtiere. Ja? Und was lernen wir in den illustrierten Schulbüchern in der Volksschule? Ja, da gibt es die Menschen und dann gibt es draußen die Wildtiere. Wunderschön, die leere Welt. Ja? Nein, nein, wir leben in der vollen Welt, wo die Wildtiere nichts mehr zu melden haben. Merken Sie sich mal diese Zahl. Das ist grausam. Das ist das Ende der Natur. Man kann es kaum höflicher ausdrücken. Und dann natürlich die Bevölkerungsvermehrung. Das steht im Zentrum dieses ganzen Geschehens. Auch das wird ja weitestgehend verdrängt. Wird ja nicht erwähnt. Es ist so wahnsinnig peinlich. Aber jetzt gibt es eine Art von Hoffnungsschema von den Vereinten Nationen. Das UNFPA, United Nations Fund for Population Activities, die haben vor 2 Jahren oder so ein Bild vorgeführt, dass diejenigen Bereiche der Welt, in denen die Zivilisation gelernt hat, die Bevölkerung zu stabilisieren, insbesondere in Ostasien, das sind die ökonomischen Gewinner. Und diejenigen, insbesondere der arabische Raum und Schwarzafrika, die nichts dazugelernt haben in dieser Hinsicht, das sind die ganz glatten Verlierer. Die haben in Bezug auf die Millennium Development Goals nichts erreicht. Das heißt, es gibt jetzt eine Empirie darüber, dass Bevölkerungsvermehrung, insbesondere in den Entwicklungsländern, das Rezept für Misserfolge, für ökonomische Misserfolge ist. Das ist aber noch nicht in die Bevölkerung durchgedrungen. Ja, und dann haben wir also einstimmig alle Länder der Welt, auch vor 2 Jahren, die Agenda 2030 beschlossen bei der UNO mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen. Aber davon sind 11 aggressive Wachstumsprogramme. Und wenn die alle sich durchsetzen, dann ist mit den 3 Möchtegern-Programmen, die die Umwelt repräsentieren, also Klima, Ozeane und Biodiversität, nichts mehr zu holen. Dann ist das Klima endgültig ruiniert, die Ozeane auch, und die Biodiversität ist schlimmer als halbiert. Ja? Das heißt, die Nachhaltigkeitsagenda der UNO ist nicht nachhaltig. So deutlich muss man es sagen. Darf aber keiner sagen, das ist auch tabu. Da rebellieren die Entwicklungsländer, wenn man so irgend sowas sagt. Also, wir sind in einer philosophischen Krise, die wohl nur durch eine neue Aufklärung verändert werden kann. Und da halten wir uns als erstes an die wunderbare Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus. Laudato Si ist ein Ausspruch vom heiligen Franz, und also Beginn eines Gebets. Da zeigt er, wie der Egoismus bezogene Kapitalismus das eigentliche Grundübel unserer Zivilisation ist, was im Begriff ist, unser gemeinsames Haus, wie es im Titel heißt, zu zerstören. Und er sagt, wenn einer von einem anderen Stern guckt, wie das, was hier auf der Erde abgeht, und versteht, was hier abgeht, dann kommt er zu der Diagnose, das ist ein Riesen-Selbstmordprogramm. Es kann so nicht weitergehen. Und das ist immerhin der Papst. Dann haben wir uns gedacht, das war im Wesentlichen meine Initiative, wir müssen jetzt mal angucken,
ob eigentlich die Gründungsväter des heutigen ökonomischen Denkens, Gründungsmütter gab es in dem Sinne damals nicht, richtig gedacht haben und richtig zitiert werden. Und die Antwort in a nutshell ist, sie haben richtig gedacht und werden falsch zitiert. Und da gehe ich die dreimal durch. Für Adam Smith war die geografische Reichweite des Marktes und die geografische Reichweite des Rechts, des Staates, identisch. Und dann ist der Markt wunderbar. Dann ist er nämlich in das Recht eingebunden. Und da muss man nur dafür sorgen, dass das Recht nicht Unrecht erzeugt. Aber das kann man ja machen. Und dann ist der Markt etwas Gutes. The Wealth of Nations stammt aus dieser Dynamik. Sehr vernünftig. Aber heute ist der Markt global und das Recht ist national, wenn nicht provinziell. Also wird der Markt brutal, gesetzlos und zerstörerisch. Aber ständig wird Adam Smith zitiert als Legitimation für den heutigen Markt. Das ist eine Frechheit gegenüber Adam Smith. Hat er nie gesagt in dieser Form. Oder David Ricardo, der Heilige des Außenhandels. Er hat vollkommen richtig beobachtet, dass es gut für die Portugiesen ist, wenn sie viel mehr Trauben anbauen, als sie je konsumieren können und Wein daraus machen und so. Und wenn die Briten viel mehr Textilien produzieren, als sie jemals anziehen können, und dann machen sie einen Handel miteinander und beide werden reicher. Das war absolut glasklar und richtig diagnostiziert. Aber für ihn stand fest, das können wir ihm nachlesen, das habe ich von Herman Daly wieder gelernt, dass das Kapital ortsfest bleibt. Dann entstehen die sogenannten komparativen Vorteile und der Handel ist zum Nutzen aller Beteiligten. Dagegen, wenn das Kapital wandert, dann gibt es absolute Vorteile und dann gibt es Gewinner und Verlierer. Dann kommt es zu dem Ausspruch, den der uruguayische Historiker Eduardo Galeano gerne gesagt hat, die internationale Arbeitsteilung besteht darin, dass einige sich darauf spezialisieren zu gewinnen und andere zu verlieren. Und die Südamerikaner haben damals einfach immer verloren. Und das ist, wenn das Kapital wandert. Und nun haben wir einen belgischen Clubfreund im Club of Rome, Bernard Littard, früherer Banker, der hat ausgerechnet, dass von 100 Euro, die mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt sausen, 2 Euro für die Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen, also Stahl, Tourismus, Telefonate, was es gibt, dienen und 98 Euro reines Kapital sind. Das saust mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt und versucht überall die Kapitalrendite um 0,1% zu steigern und damit natürlich die Realwirtschaft zu versklaven. Die Realwirtschaft hat keinen Stich dagegen. Das heißt also, David Ricardo wird da auf den Kopf gestellt, der würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er hört, wie die heutigen Weltmarkt, also de facto Kapitalmarktideologen, ihn zitieren. Einfach falsch. Ach so, Moment. Entschuldige, ich habe das Bild vergessen. Also, das ist er. Das lässt sich absolut nicht mit Ricardo rechtfertigen. Oder Charles Darwin, von dem verstehe ich noch ein bisschen mehr als ehemaliger Biologieprofessor. Für ihn war die Konkurrenz der Arten gegeneinander in der Hauptsache ein lokales Phänomen. Er hat auf den Galapagos-Inseln, wo das hier nachgezeichnet ist, seiner Evolutionstheorie ihren letzten Schliff gegeben. Und er hat dort Finkenarten entdeckt, die sich nicht mehr gegenseitig paaren konnten, also richtige abgetrennte Arten waren, mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Einige haben so etwas wie einen Papageienschnabel entwickelt. Andere haben
gelernt, einen Kaktusdorn abzubrechen und damit ihren Schnabel zu verlängern, damit er so lang wird wie der Schnabel von Spechten. Damit können sie dann in der Burg Borke poolen, nach Insekten laufen oder was. Und dann hat der Darwin messerscharf geschlossen, die Abwesenheit von Konkurrenten vom Festland als Voraussetzung für Evolution der Finken auf Galapagos. Ja? Und das ist das präzise Gegenteil von dem, was die heutigen Ökonomen sagen, wenn sie Darwin zitieren. Die doktrinären Ökonomen wollen alle wettbewerbshinderlichen Grenzen niederreißen. Und das lässt sich absolut nicht mit Darwin legitimieren. Ja? Ich bin jetzt mal diese drei beispielhaft durchgegangen. Man könnte noch viele andere zitieren. Wie wir es irgendwie schaffen in unseren Ökonomie-Denkfabriken, immer genau das Falsche herauszuholen, um damit etwas zu legitimieren, was irgendwo im Kern idiotisch ist. Falsche Philosophie. Also, heutige neoliberale Politik tut so, als sei der Markt segensreich für alle. Das ist eine Weihnachtskarte, habe ich mal geschickt bekommen, vom Adam Smith Institut. Da kommt er aus seiner Box und beglückt die ganze Welt und sie lächelt dankbar. Es ist wunderschön. So ist das Weltbild. Ja? Und Freihandel ist gut für alle, David Ricardo. Und Wettbewerb aller gegen alle ist die Ursache der Höherentwicklung, Darwin. Alles massiv falsche Zitate. Und ich sage, die neoliberale Politik basiert auf falscher Philosophie. Das muss man sich mal klar gemacht haben, wenn man in die Kritik der Banken oder irgend so etwas übergeht. Das ist ein kollektiver Wahn, genannt Ökonomie. Aber die Krise der Philosophie geht noch weiter, etwa in der Erkenntnistheorie im angelsächsischen Raum. Ich habe 6 Jahre meines Lebens in Amerika verbracht. Da gilt die analytische Philosophie, man kann auch sagen die reduktionistische Philosophie, als die einzig wahre. Und was kann die analytische Philosophie über die Ratte sagen? Sie kann die Ratte sezieren, dann ist sie tot. Und was lernt man darüber über die lebendige Ratte? Ja? Relativ wenig. Also gut, man kann ihre Molekülstruktur einigermaßen da feststellen. Aber was hat das zu tun mit Ratten im Sozialverband oder als Parasiten in der menschlichen Wohngemeinschaft und so weiter? Das weiß man, lernt man durch die analytische Philosophie nicht. Also wir brauchen eine philosophische Neuausrichtung für die volle Welt. Und das wird wohl kaum billiger zu haben als durch eine neue Aufklärung. Jetzt ein paar Worte zur Aufklärung. Das war ja eben auch in der leeren Welt im 17. und 18. Jahrhundert. Hier sind ein paar Aufklärer. John Locke, sehr gescheiter Mann. Er hat übrigens Newton gelesen und verstanden. Und dann hat er aus Newtons drittem Gesetz, Kraft gleich Gegenkraft, abgeleitet die ökonomische Parabel, kann man sagen, Angebot und Nachfrage stehen im Gleichgewicht. Das steht in einem gelehrten Brief, den John Locke an irgendwelche Freunde geschrieben hat. Also der hat wirklich scharf nachgedacht. Das war nicht dumm. Oder Immanuel Kant, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Wunderbar, großartig. Und Jean-Jacques Rousseau mit dem Sozialvertrag, auch großartige Entwicklung. Dann sehr viel problematischer, der Erfinder des Utilitarismus, Jeremy Bentham, aber auch ein großer Philosoph, wenn man so will, für die leere Welt. Und im angelsächsischen Raum sieht es aber noch schlimmer aus. Also Jeremy Bentham ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Thomas Hobbes, der Mensch ist ein egoistisches Biest, das dann durch den Staat gezähmt werden müsse. Und dann kommt als Befreiung davon 100 Jahre später Adam Smith und sagt, nee, lass sie mal machen, die egoistischen Biester. Wenn sie im Rahmen eines gemeinsamen Gesetzes sind, dann schaffen sie dadurch mehr Wohlstand. Denn es ist im egoistischen Interesse, gut zu arbeiten, gute Produkte und Dienstleistungen abzuliefern. Das ist sehr vernünftig gewesen. Na gut, aber dann eben Herbert Spencer, ein Freund in gewissem Sinne von Charles Darwin und der Erfinder des Sozialdarwinismus, ein widerlicher Kerl, der Staat soll den Schwachen nicht helfen, die Evolution wird den Staat ganz überflüssig machen. Das war seine Doktrin. Es gibt eine makabre Anekdote von ihm.
kam er nach New York in der Nähe von Ellis Islands, der Einwanderungsinsel, und da sah er die Leute zu Hunderten verrecken. Da gab es keine soziale Unterstützung oder was. Dann rief er zu seinen Begleitern aus, "We are the privileged observers of evolution at work." Ja? Diese Sorte von, ich meine, wir Deutschen müssen da aufpassen, denn die Nazis waren schlimmer. Und zwar auch mit Sozialdarwinismus. Aber da ist eine makaber falsche Denke, die ich in Amerika schmerzlichst immer wieder erfahren habe. Also mit dieser Sorte von Aufklärung können wir die heutigen Probleme auf keinen Fall lösen. Also am ehesten noch mit Kant. Aber wenn heute in Amerika über Aufklärung geredet wird, dann meinen die die Rückkehr zu John Locke und Adam Smith und David Hume und so weiter. Weil sie im Moment einen Präsidenten mit Lügenpolitik haben. Da denken sie, naja, also Rationalität ist das Mindeste, was wir verlangen können. Das verstehe ich ja. Aber was wir meinen, geht einfach noch eine Stufe tiefer. So, und wir sagen dann, das ist jetzt stenografisch sehr verkürzt, in der neuen Aufklärung wird die Balance zu einem sehr wichtigen, zu einem zentralen Prinzip, zum Beispiel zwischen Mensch und Natur. Das ist aus der Balance geraten mit massiven Schädigungen künftiger Generationen. Oder zwischen Kurzfrist und Langfrist. Für die Chinesen oder die ehrbaren Kaufleute in Deutschland war Langfrist selbstverständlich. Die haben auch kurzfristig gehandelt und gedacht. Das ist sehr vernünftig. Also wenn ich Durst habe, will ich lieber jetzt trinken als in 30 Jahren. Aber wenn man nicht über 30 oder 50 Jahre hinaus denkt, dann ruiniert man die Zukunft. Oder zwischen öffentlich und privat, das habe ich am Beispiel von Adam Smith erläutert. Das muss in Balance sein, also zwischen Staat und Markt. Oder zwischen den Geschlechtern. Und zwar nicht dadurch, dass die Frauen lernen, sich so übel aufzuführen wie die Männer. Das könnte man ja auch denken. Aber das ist nicht, was ich meine. Das ist nicht Balance, sondern Übernahme eines falschen Modells. Oder zwischen Innovation und Bewährtem. Natürlich braucht man Innovation. Aber Disruption, wie man in Amerika immer sagt, ist ja schlicht explizit zerstörerisch. Und darauf sind die stolz. Und man will eigentlich auch Vertrautheit, Verlässlichkeit und all diese Dinge. Das gehört zu uns und das ist gut so. Oder zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz. Natürlich brauchen wir auch einen Leistungsanreiz, sonst werden die Leute faul. Klaus Steck hat mir vorhin ein bisschen erzählt, wie das bei Dauerstellen in dem ehemaligen DDR-Bereich war. Da kommt Groteskes heraus. Das ist die Ideologisierung der Gerechtigkeit. Da ist die Balance nicht da. Aber alles auf Leistungsanreiz zu reduzieren, ist natürlich auch absurd. Das ist ungerecht. Also auch da braucht man eine vernünftige Balance. Oder zwischen Religion und Staat. Also ich nehme an, niemand hier im Raum will einen islamischen Staat. Aber es würde auch niemand einen christlich-totalitären Staat, wie er im 16., 17., 18. Jahrhundert war. Es war fürchterlich. Aber ein Staat, der die Moral, die Ethik, die Religion verachtet oder gar knechtet, ist ein entsetzlicher Staat. Auch da braucht man eine vernünftige Balance. Oder zwischen Herz und Verstand. Also wir sind ja nicht reine Verstandsmenschen, wir sind auch nicht reine Herzmenschen. Das muss irgendeine Verbindung sein. Ich meine, das ist eine Karikatur dazu. So. Und nun ist es aber zwischen Ost und West ziemlich unterschiedlich. Wenn wir hier im Raum oder erst recht in Amerika von irgendeinem Streit hören, dann denken wir automatisch, der eine hat Recht und der andere hat Unrecht. Und Wahrheitssuche besteht darin, dass der, der Recht hat, den der Unrecht hat, besiegt. Das ist Wahrheitssuche. So stellen wir uns das vor. Und ungefähr so lehren das auch die Lehrer an unseren Schulen. Wenn in den asiatischen Zivilisationen jemand von einem Streit hört, ist typischerweise die erste Reaktion, ja natürlich haben beide recht, es kommt noch auf eine vernünftige Balance an. Also da müssen wir von Asien lernen. Das ist für uns auch ziemlich ungewohnt. Und ich sage, auch das soll man nicht verabsolutieren, also die Chinesen machen vieles falsch, die Inder machen vieles falsch, aber wir machen eben erst recht vieles falsch.
Also, die neue Aufklärung muss zur vollen Welt passen, sie muss Interessen unserer Enkel im Blick haben, sie muss Solidarität höher bewerten als Egoismus und die Staat-Markt-Balance wiederherstellen und sie muss natürlich weltweit denken. Also, so im kantonalen Umfeld alleine genügt nicht. Ich habe mal einen melancholischen Satz in den Schweizer Monatheften gelesen. Es gibt in unserer Zeit Aufgaben, die nur noch durch überkantonale Zusammenarbeit zu lösen sind. Das ist irgendwie richtig, aber man muss noch darüber hinaus denken. Also, wir können nicht warten, bis sozusagen alle Menschen durch eine neue Aufklärung gegangen sind. Wir müssen heute schon was tun. Und das ist hochpolitisch. Was tun heißt nicht nur in der Familie nett sein und am Arbeitsplatz, alles auch gut. Aber wir müssen auch an die Politik denken. Es hilft nichts. Der staatlich gesetzte Rahmen muss fürs Geschäft muss korrigiert werden. Denn im Moment wird Zerstörung belohnt. Und das ist nicht gut. Und das neue Recht muss auch durchgesetzt werden. Gegen all die Gauner, die es natürlich gibt. Aber zunächst mal noch ein paar Erfolgsbeispiele, die da auch drin stehen, von Ashok Khosla, früherer Co-Präsident des Club of Rome in Indien. Der hat mit seiner Organisation Development Alternatives so etwas wie 3 Millionen Arbeitsplätze in den ärmsten Teilen des ländlichen Indien geschafft. Und zwar nachhaltige. Das ist fantastisch. Ich kann da jetzt nicht auf Details eingehen. Aber es hängt mit so Sperrdämmen für Wasser, damit der Grundwasserspiegel wieder ein bisschen steigt zusammen, also Bodenfruchtbarkeit steigt. Und dann eine interessante Sache ist, als Einstellungsmerkmal für die Leute, die er dann brauchte für seine Sachen, zum Beispiel eine kleine Papierfabrik, das war nicht Qualifikation, das sagen Sie mal einem Personalchef in Deutschland, sondern Bedürftigkeit. Und da hat er also junge Frauen aus der Kaste der Unberührbaren, also der untersten Kaste, einfach eingestellt, hat sich um die Kastenunterschiede nicht gekümmert und die konnten am Anfang noch nichts. Also die waren wahnsinnig lerneifrig, das war für sie die Chance des Lebens, unglaublich betriebstreu, praktisch nie krank. Und dann hat man 25 Jahre später festgestellt, diese wunderbaren Frauen haben 1 oder 2 Kinder und sind damit glücklich. Während diejenigen, die im Elend verblieben sind, die hatten 5 oder 10 Kinder und haben das Elend vergrößert. Also auch dieser völlig unerwartete Effekt ist damit eingetreten. Oder Gunther Pauli, auch im Club of Rome, der hat das bisher erfolgreichste Buch nach Limits to Growth geschrieben, The Blue Economy, 10 Jahre, 100 Innovationen, 100 Millionen Jobs. Das ist nur ein bisschen übertrieben, aber immerhin sind sowas wie 5 Millionen Jobs aus seinen Ideen entstanden. Also zum Beispiel Kaffee und Pilze, die nicht koffeinvergiftet sind, oder Papierherstellung aus Plastikabfällen und Sand, fast ohne Wasser. Das machen sie in China, das ist dort der große Renner. Und so weiter. Also lauter tolle Sachen. Manche sind so ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich verallgemeinerbar ist. Aber immerhin, ein Genie, der Typ. Er ist jetzt im Vorstand des Club of Rome. Oder nachhaltige Landwirtschaft weltweit. Aber das verlangt Korrekturen beim Staat. Ich war empört, dass Agrarminister Schmidt dieser Tage die Glyphosat-Verlängerung gemacht hat. Unter Missachtung dessen, was die Umweltministerin Frau Hendricks im Kabinett durchgesetzt hat. Eine Unverschämtheit. Das heißt, er hat auch staatlichen Eingriff, aber in der falschen Richtung gemacht. Und Hans Herrn, ein Schweizer, lebt in Kalifornien, der ist einer der ganz großen gestaltenden Persönlichkeiten in diesem Weltagrarbericht gewesen, zusammen mit einer Afrikanerin, die wir haben ihn in Club of Rome geholt, Judy Wakungu war nicht verfügbar. Aber also wir versuchen auch, im Club of Rome einfach neue Leute reinzuholen, die das einfach das Richtige machen. Oder die deutsche Energiewende. Das EEG war der Start. Ich war selber Mitglied im Bundestag, als Hermann Scheer eines Tages zu mir kam und sagte, also wir müssen da ein neues Gesetz machen, ich habe da einen Entwurf, aber der Bundeswirtschaftsminister, der damals zuständig war, will nicht.
Und daraufhin wollte der Kanzler auch nicht. Und dann haben wir so ein paar Minuten geredet und haben gesagt, wir müssen es in der Fraktion machen. Dann sind wir zum damaligen Fraktionsvorsitzenden Peter Struck gegangen und haben gesagt, wir wünschen eine Diskussion und eine Abstimmung über ein erneuerbares Energiengesetz. Und dann sagte Struck nach ein bisschen Zögern, ja, wenn zwei Fraktionsmitglieder dieses wollen, dann machen wir das. Haben wir es gemacht. Abstimmung, 80% dafür. Und dann hat Schröder ganz schnell die Kurve gekriegt und hat kurz danach so getan, als sei das sein Gesetz. Das ist in Ordnung. An der Stelle ist Opportunismus gar nicht zu schmähen. Jedenfalls, das ist ja dann inzwischen in 100 Staaten der Welt kopiert worden, ganz besonders heftig in China. Und die Folge davon war ein steiler Abfall der Kosten pro Kilowattstunde Solarstrom. Und seit 2010 gibt es kein ökonomisches Argument mehr für Atomenergie, weil sie einfach teurer ist. Es gibt da zusätzlich noch Sicherheitsbedenken und ökologische Probleme und so weiter. Darüber haben wir gekämpft damals. Aber inzwischen sind wir auch ökonomisch auf der Siegerseite. Und da muss man noch dazu nehmen die Effizienzverbesserung. Also das ist das, worüber ich die letzten 25 Jahre gearbeitet habe, also Verfünffachung der Ressourcenproduktivität. Also aus einer Tonne Kupfererz oder einem Kubikmeter Wasser oder einer Kilowattstunde oder so, fünfmal so viel Wohlstand herauszaubern. Wenn wir das schaffen, dann könnten wir theoretisch die heutigen Wohlstandsbedürfnisse von 7,5 Milliarden Menschen befriedigen und kämen mit dem einen Erdball aus. Wenn wir das nach der amerikanischen heutigen Art machen, dann bräuchten wir 5 Erdbälle dafür. Aber wir haben nur einen. Das heißt, die Verfünffachung der Ressourcenproduktivität ist eine Voraussetzung für weltweiten Wohlstand, ohne Zerstörung der Natur. Das habe ich mit einem australischen Team zusammen gemacht. Und die Chinesen, die das sofort auf Chinesisch gekriegt haben, die sagen, das ist die Philosophie in unserem 12. Fünfjahresplan und der wird jetzt getoppt durch den 13. Fünfjahresplan. Dies hier ist jetzt gedanklich etwas schwierig, aber ist politisch sehr notwendig, dass wir das mal ganz kurz durchsprechen. Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen, der direkt an den Kanzler oder die Kanzlerin berichtet, hat für die Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 den sogenannten Budgetansatz formuliert. Das heißt, alle Menschen auf der Welt, egal in welchen Ländern, haben ein gleiches Recht auf Nutzung oder, wenn man so will, Schädigung der Atmosphäre. Aber wir alten Industrieländer haben dieses Budget schon aufgefressen, weitestgehend. Das ist die gestrichelte rote Linie. Im Jahr 2024 oder 2025 haben wir alles verbraucht, was uns allenfalls zustünde. Aber die Entwicklungsländer, das ist der grüne Teil, die hätten noch Lizenzen zum Verkaufen an die dummen Deutschen oder Amerikaner. Und das hätte einen wahnsinnig interessanten Effekt. Nämlich, dass es plötzlich in Bangladesch oder Paraguay rentabel wird, ein geplantes Kohlekraftwerk nicht zu bauen. Das ist heute undenkbar. Ein neues Kohlekraftwerk ist immer eine Gelddruckmaschine in den Entwicklungsländern. Und plötzlich wäre das umgekehrt. Aber nur dann, wenn wir ihnen die Lizenzen abkaufen und im Übrigen auch einen einigermaßen freien Handel für Effizienztechnologien und erneuerbare Energien machen. Dann wird es plötzlich realistisch, in Paraguay oder Uganda oder sonst wo, die Dekarbonisierung im eigenen ökonomischen Interesse auch durchzusetzen. Jetzt haben Sie sich letzte Woche in Bonn wieder getroffen und da das Einzige, was in der Sache Nord-Süd zustande kommt, sind 100 Milliarden Dollar jedes Jahr für angebliche Anpassungssachen in den Entwicklungsländern. Das ist ja nett gedacht, aber erstens kommen die 100 Milliarden nicht zustande
Und zweitens ist das im Effekt ein weiteres Wachstumsprogramm für die Entwicklungsländer. Das hat mit Schutz gegenüber Klimaveränderungen fast nichts zu tun, schließlich am Ende. Dagegen, diese Idee, die hätte wirklich die Kraft, genau dieses umzupolen. Aber die Amerikaner haben natürlich Nein gesagt. It's not in the American interest. Und damit ist dann immer schon aus. Und da müssen wir jetzt, das habe ich neulich einem deutschen Klimapolitiker gesagt, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir einen Mechanismus erfinden, wie diejenigen Staaten, die da mitmachen, also diesen Verzicht machen, dabei tendenziell moderner und reicher und wettbewerbsfähiger werden und nicht die großen Verlierer sind. Denn die Amerikaner machen ja nicht mit, weil sie denken, sie seien die großen Verlierer. Könnte bei der amerikanischen Way of Life auch tatsächlich so sein. Aber Deutschland, Europa insgesamt, ist da an der Stelle viel besser. Und Japan auch und China auch. Also ist eine hochinteressante politische Idee, die sich aber politisch noch nicht durchgesetzt hat. Oder dann eben der 13. Fünfjahresplan, dazu haben wir ein eigenes Kapitel, hat ein chinesisches Mitglied im Club of Rome geschrieben. Ein dramatisches Weiterwachstum und gleichzeitig ein Aufhören der Kopplung zwischen Wachstum und CO2. Das kriegen die hin. Finanzmarktregulierung ist einer der wichtigsten Staatseingriffe. Dazu sollten gehören die Trennung von normalem Bankgeschäft und Investmentbanking, das Schuldenvolumen begrenzen. Also ein ganz großer Teil des in Anführungsstrichen Wachstums in den Jahren nach 1990 war Schulden machen. Da haben die Banken durch Schulden machen in Anführungsstrichen Wachstum erzeugt. Aber gleichzeitig haben sie riesige Risiken aufgebaut. Und das ist dann einmal geplatzt im Jahr 2008, aber das wird wieder platzen, wenn wir das nicht korrigieren. Wir haben überall die Literatur dazu. Also die Geldschöpfung den Zentralbanken zurückgeben. Finanztransaktionssteuer muss unbedingt sein, haben nur die Angelsachsen auch immer blockiert. Steuervermeidung scharf ahnden. Und nun ist es so, wenn wir Öl besteuern, haben wir eine Chance gegen die Verstecker. Denn 1.000 Fässer Öl lassen sich schwerer verstecken als 20 Millionen Euro. Ja? Also Geld ist ja irgendwo so unsichtbar. Das kann man ganz schnell auf die Kaimaninseln verschieben und niemand hat es wirklich gemerkt. Das sind ja die berühmten Panama- und Paradise-Papiere, die wir da jetzt gekriegt haben. Und dann eine Aufsicht über die Ratingagenturen und die Wirtschaftsprüfer, das sind Oligopole und zum Teil richtige Gauner. Naja, gut. Da haben wir zwei Kapitel über Bildung, denn da geht ja auch einiges schief. Zum Beispiel die Interpretation der Deutschen über den Inhalt der Bologna-Reform. Bologna-Reform war sehr vernünftig. Was haben die Deutschen daraus gemacht? Einen stramm und eng berufsbezogenen Bachelor. Und das führt dazu, dass die Studenten überhaupt keine Zeit mehr haben, sich irgendwo anders umzugucken und damit in gewissem Sinne dumm bleiben. Das muss endlich korrigiert werden. Und die Bologna-Reform war unter anderem deshalb gut, weil sie die Wohltat des Bachelor of Liberal Arts aus Amerika übernehmen wollten. Das war, was die Amerikaner vernünftigerweise von Wilhelm von Humboldt verstanden haben. Das war großartig. Ich habe also sozusagen die Absolventen von Bachelor of Liberal Arts in Amerika immer wieder kennengelernt. Das sind die Besten, aber eben nicht eng berufsbezogen. Das könnten wir. Also in Lüneburg wird das in der Richtung gemacht und das finde ich sehr vernünftig. Das ist an einigen deutschen Hochschulen. Man versucht, auch in Tübingen übrigens mit dem Leibniz-Kolleg versucht man in der Richtung was zu machen. Da gibt es einige Hochschulen, die sind wirklich besser als der Durchschnitt. Aber normalerweise immer nur stramm alles mathematisieren und damit publizieren. Und zwar, das ist einfach die falsche Denke. Das erinnert sich an die tote Ratte. Dann, Außenpolitik muss anders werden. Mein Freund Gerhard Knies in Hamburg sagt, wir müssten in jedem Staat der Erde ein sogenanntes Kohabitationsministerium einrichten.
dessen einzige Aufgabe darin besteht, sich Themen auszudenken, bei welchen Deutschland profitiert und irgendein anderes Land. Also meinetwegen Uganda oder auch nur Belgien oder so. Damit internationale Kooperation zustande kommt, statt bloß Rivalität. Donald Trump sagt, das sei ein Naturgesetz, die Nationen sind alle in Rivalität gegeneinander und deswegen müssen sie sich so verhalten, wie er es jetzt in Amerika tut. Das ist Schwachsinn. Das muss aber konstruiert werden. Und wir in Europa haben ja eine großartige Erfahrung. Bei uns ist sozusagen der Europaminister der Kohabitationsminister, der genau das versucht, damit Europa gestärkt wird. Und das ist ja sehr zum Nutzen von uns Deutschen, das wissen wir alle. Nicht nur wegen Kriegsvermeidung, das ist vielleicht das Wichtigste, aber es ist auch ökonomisch zu großem Nutzen. Und dann muss man dafür sorgen, dass das, was ich vorhin da mit Faktor 5 und so genannt habe, das gilt im Prinzip auch für die Solarenergie, man muss dafür sorgen, dass der Naturverbrauch oder die CO2-Emissionen von Jahr zu Jahr zu Jahr teurer werden und nicht etwa billiger. Und dazu habe ich, als ich im China Council die chinesische Regierung beraten habe, als Leiter einer Arbeitsgruppe über ökonomische Instrumente für Energieeffizienz und Umweltschutz, vorgeschlagen, macht doch jedes Jahr die Preise für Energie oder meinetwegen Wasser oder Mineralien um so viel Prozent teurer, wie im abgelaufenen Jahr die Effizienz der Nutzung von Energie oder Wasser oder so zugenommen hat. Sodass das, was wir im Monat für Energiedienstleistungen ausgeben, nie mehr wird im Durchschnitt. Nur die Langsamen werden bestraft und die Schnellen bei der Ökologisierung werden belohnt. Und dann braucht man trotzdem noch zwei, das Ganze ist abgeguckt, das Ping-Pong zwischen Arbeitsproduktivitätssteigerung und Lohnsteigerungen. Das hat ja 150 Jahre lang funktioniert und hat zu einer Verzwanzigfachung der Arbeitsproduktivität geführt. Das hätte sich der alte LaSalle oder Karl Marx nie vorstellen können. Aber das ist die Basis unseres Wohlstands. Nur heute ist der Faktor Arbeit überhaupt nicht mehr knapp oder unproduktiv. Dagegen der Faktor Natur ist knapp und viel zu wenig produktiv. Das heißt, jetzt müssen wir das Ping-Pong auf eine andere Ebene schieben. Ich lasse dann Details aus. Wenn das interessiert, können wir das im kleinen Gespräch nochmal machen. Leider konnte ich Ihnen keine spektakuläre Zukunftsprognose anbieten, aber ein paar Ideen vielleicht gegen Leichtgläubigkeit bei dem Begriff Nachhaltigkeit. Es gibt ja Nachhaltigkeitsberichte von Firmen, das ist zum großen Teil Lüge. Für eine neue Aufklärung für die volle Welt, für einen Staat und eine Staatengemeinschaft, die sich nicht von den Finanzmärkten am Nasenring durch die Arena ziehen lassen. Das ist wenigstens ein Anstoß für Sie alle und ich hoffe, dass es Ihnen Freude macht. Vielen Dank. So, jetzt kommt das Schönste, die Musik. Ich sehe die da schon.
Ja, nochmals mein Dank an das Blechbläserensemble der Städtischen Musikschule. Ich nenne auch gerne mal eure Namen. Jans Kovron, Laurenz van Houte, Trompete und Vincent Rosbach und Björn Steinbrenner, Posaune. Ja, vielen Dank. Das war eine fulminante, klare, ich möchte mal sagen, auch unverschämte, freche Rede. Sie haben es ja selber auch gesagt, dass Sie dazu stehen, dass man die Dinge klar beim Namen nennen muss. Das finde ich wirklich sehr wichtig und sehr mutig. Irgendwo im Buch steht, dass wir nicht nur eine neue Aufklärung brauchen, sondern dass man auch wissen muss, dass wir Menschen, so wie wir heute da stehen, uns 200 bis 250 Jahre haben Zeit lassen können, dass es zu dieser Denke von heute kam. Und dass wir heute, das füge ich jetzt einfach mal resümierend dazu, in einer beschleunigten Welt, in einer unglaublich beschleunigten Welt, in einer fragmentierten Welt und auf der anderen Seite in einer globalisierten Welt, also in einer ausgeweiteten Welt und eben in einer vollen Welt leben. Und diese verschiedenen Teile und Zivilisationserscheinungen tatsächlich in Beziehung zu setzen, ist die eigentliche Herausforderung unserer Zeit. Dass Philosophie, Wirtschaft, Politik einander zusammendenken und dass man aufhört, separat zu agieren und dass man das Problem, das wir schon wissen können, entsprechend verantwortlich an die Generationen weitergeben. In dem Sinne haben Sie uns wirklich heute kräftig ins Gewissen geredet. Und ich glaube, ich darf Ihnen wirklich im Namen aller sehr, sehr herzlich danken dafür. Ja, Sie sind jetzt noch eingeladen zu einem kleinen Empfang nebenan. Sie können unseren Philosophiewein testen, mit Herrn Weizsäcker sprechen, Bücher signieren lassen und können überprüfen, ob die nachhaltigen Teilchen, Häppchen eine Lüge sind. Dankeschön.